En Lanzarote a mí siempre me han atraído de una manera extraordinaria los volcanes, la vulcanología. Lanzarote besitzt eine magische Kraft, die mich anzieht und die mich zum Schaffen, zur Kreativität anregt wie kein anderer Ort. Hier finde ich eine außergewöhnliche, an die Natur selbst erinnernde Ruhe vor. An diese Natur, die mich zutiefst bezaubert und die mich immer wieder von Neuem fast mikroskopisch beobachten lässt. Und dem ich im Verlauf dieser intensiven Betrachtungen vieles gelehrt habe. So wie eine große Meisterin. La gran enseñanza, es como mi gran maestra. Es ist, als betrete man eine fremde Welt. Bizarre Mondlandschaften, erstarrte Lavaströme, schroffe Felsen. Nur wer verlernt hat zu sehen, empfindet diese Urgebilde als unwirklich, als öde Landschaft. Wer sich auf die herben Reize der Kanareninsel Lanzarote einlässt, entdeckt unvermittelt Farbenpracht und facettenreiche Schönheit. Mehrere große Vulkanausbrüche schufen eine einzigartige Kulisse. Die letzten Katastrophen ereigneten sich im 18. und 19. Jahrhundert. Aschenregen verfinsterte damals das Sonnenlicht. Lavadecken und Lavaklumpen begruben etwa ein Fünftel von Lanzarote unter sich. Experimente mit der natürlichen Resthitze der Erde vermitteln noch heute einen Eindruck von den Geschehnissen dieser Zeit. Die Landschaft sieht so aus, als sei sie erst gestern entstanden. Ein wahrhaft archaisches Bild von der Entstehung unseres Planeten. Im Gegensatz zu Gran Canaria und Teneriffa ist Lanzarote einer der wenigen Flecken Erde geblieben, wo der Begriff Zivilisation noch keinen allzu bitteren Beigeschmack hat, nicht gleichbedeutend mit Zerstörung ist. Keine Highways, keine Brutalarchitektur, kein Kahlschlag in der Natur. Zu verdanken ist dies dem inzwischen weltberühmten spanischen Maler, Bildhauer und Landschaftsgestalter César Manrique, der der Insel in weiten der Mensch im Einklang mit der Natur, architektonische Gestaltung und natürliche Umwelt in harmonischer Einheit, das sind César Manriques Idealvorstellungen. 1920 wurde der Künstler als Sohn einer wohlhabenden und einflussreichen Familie auf Lanzarote geboren. Nach dem Studium an der Hochschule der Schönen Künste in Madrid errangen Manriques Gestaltungsversuche mit der gegenstandslosen Kunst sehr bald große Aufmerksamkeit. Im Alter von 34 Jahren gründete er die erste spanische Galerie für abstrakte Kunst. Es folgten zahlreiche Ausstellungen in Tokio, San Francisco, Paris, London und auch in Deutschland. Die endgültige internationale Anerkennung gelang ihm jedoch 1966 mit einer bedeutenden Ausstellung in der weltweit bekannten und wichtigen New Yorker Galerie Catherine Viviano. 1968 begann Manriques ökologisches Engagement. Ein leidenschaftlicher Kampf um die Rettung der Umwelt und der Eigenarten Lanzarotes bestimmten den Weg des Künstlers.
Als Maler und Künstler fühle ich mich moralisch verpflichtet, Natur und Umwelt zu schützen. Jeder zeitgenössische Künstler, der die Harmonie und die Schönheit als ein höheres Stadium unserer Kultur empfindet, sollte seine Kraft aufwenden, um alles Negative zu bekämpfen, was unser Leben und unsere Entwicklung beeinflusst. Auf meinen Heimatreisen von New York wurde mir die ungewöhnliche Kraft dieser Insel erst hinreichend bewusst. Schnell erkannte ich die drohenden Gefahren, vor denen ich Lanzarote schützen musste. Mein erster Schritt in diese Richtung waren die vielen Fotos, die ich in der Folgezeit von der volkstümlichen Architektur auf der Insel aufnahm. Hier kamen die Eigentümlichkeiten zum Vorschein, mit der der Bauer seinen Wohnbereich der Umgebung angepasst hatte. Una selección de la mejor arquitectura popular, me hice un libro que se llama Lanzarote. Aus einer Auswahl jener fotografischen Dokumentation entstand das Buch Lanzarote, unbekannte Architektur. Zweifellos ist dieses Buch später zu einer Orientierungsgrundlage für Bauherren und Architekten, für fast alle, die sich auf dieser Insel ein Haus bauen wollten, geworden. Unter dem Einfluss dieser Studie begann ein Prozess, der zu einer Harmonisierung des Baustils führte. Eines Stils, der Tradition, Kultur und Eigenarten dieser Insel in sich vereint. Ich glaube, ein bedeutsamer Teil meiner Arbeit ist der Kampf gegen den Massentourismus. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Tendenz zur Vermassung, zum primitiven und billigen Tourismusgeschäft anhält. Nur wenn wir das erreichen, wird diese Insel auch in Zukunft vor dem totalen Ruin bewahrt bleiben. Dementsprechend bin ich dafür, dass zukünftige Planungen auf dem Gebiet der Tourismusförderung mehr von der Intelligenz gesteuert werden als von der Gewinnsucht. Nur enorme Sorgfalt und ein wachendes und prüfendes Auge kann verhindern, was sich auch für Lanzarote ankündigt. Der überwiegende Teil der europäischen Touristen kommt mit dem Flugzeug nach Lanzarote. Mit Linienmaschinen erreicht man in der Hauptreisezeit praktisch täglich sowohl Gran Canaria als auch Teneriffa mit Anschluss nach Arrecife, der Hauptstadt der Insel. Je nach Abflugsort beträgt die Flugzeit etwa 4 Stunden. Die meisten Fluggesellschaften und Reisebüros halten zusätzlich eine große Anzahl an Charterflügen mit Hotelarrangements bereit. 1975 galt die Vulkaninsel noch als Geheimtipp für Insider und Individualisten. Geplagt von Hast und Lärm der Großstädte, stieg die Anzahl der Besucher in den folgenden 10 Jahren als 300.000 Touristen jährlich. Schon 1988 sollen eine 500.000 Sonnenanbeter und Wasserfreunde ihren Jahresurlaub in den Touristenzentren Lanzarotes verbringen. Fast 60% der Bevölkerung arbeiten dabei für den Fremdenverkehr. Erhoffter Gewinn und Wohlstand bleiben ihnen jedoch verwehrt. Während die Reisemultis der großen Hotelkonzerne jährlich steigende Gewinne verbuchen, sind die meisten Inselbewohner lediglich als Kellner, Portier oder Putzfrau tätig. Steil ragt das Grand Hotel der Hauptstadt des auf der 756 Quadratkilometer großen Insel. Nur eine strenge Gestaltungssatzung verbietet zurzeit noch Gebäudekomplexe mit mehr als 2 Stockwerken. Das Dromedar, ursprünglich Arbeitstier in der Landwirtschaft, befördert heute täglich zahlreiche exotiksuchende Pauschalabenteurer in die erhoffte Einsamkeit. Ein weiter stetig wachsender Touristenstrom wird schon bald die Kapazitäten der Insel übersteigen. Dagegen müssen wir unbedingt etwas unternehmen. Wir sollten intensiv auf Architekten und Städteplaner einwirken und ihnen unsere Vorstellungen von Schönheit und Harmonie nahebringen.
Das Wichtigste von allem ist doch das Leben. Dies wird in jüngster Zeit nur allzu gern verdrängt durch eine seltsame Art von Heldentum, welches uns mehr und mehr in den Ruin führt. Auf der ganzen Welt hält eine bedrohliche Tendenz zur Standardisierung, zur Einheitskultur und zur Trivialität an. Ich glaube, wir sollten vielmehr die breite Palette zeitgenössischer Techniken im Bereich der Architektur auf eine Weise anwenden, die der Lebensqualität des Menschen mehr entgegenkommt. Eine Architektur also auch unter Beachtung von Kultur und Tradition. Das soll nicht bedeuten, dass ich gegen die moderne Architektur bin. Ich habe auf meiner Insel viele Beispiele geschaffen, die das beweisen. Geheimnisvollen Landschaft harmonisch angepasst, befindet sich das Restaurant des Teufels auf dem Felseneinland Ilario im Nationalpark von Lanzarote. Einzigartig wurde an dieser Stelle ein von Manrique selbst als nahezu utopisch bezeichneter Traum Wirklichkeit. Im nördlichsten Teil der Insel nahm eines der wichtigsten Projekte des Künstlers Gestalt an. Zahlreiche Erosionen hinterließen mehrere unterirdische Tunnel und Grotten. Jameos del Agua ist ein Teil dieser Formationen, umgewandelt zu einer Oase der Ruhe. Hier entstand ein Ort, der von der Natur schon bevorzugt wurde, um danach von Menschenhand weitergestaltet zu werden. Fantasie und Geschicklichkeit schaffen hier eine ergreifende Stimmung. Lediglich getrübt durch solche Besucher, denen die Sensibilität für diesen Ort fehlt. ...1977 wurde an der Costa Teguise das Sheraton Hotel Las Salinas eröffnet. Ein Freund Manriques, der international bekannte Architekt Fernando Higueras, hat es entworfen. Als Landschaftsgestalter schuf César Manrique den paradiesischen Rahmen für dieses nach funktionellen Maßstäben errichtete Touristenmekka. Hoch über der Wasserstraße El Rio zwischen Lanzarote und der Insel Graciosa wurde 1973 der in den Fels gehauene Aussichtspunkt Mirador del Rio ebenfalls nach einer Idee Manriques eingeweiht. Großflächige Panoramafenster geben den Ausblick auf den Rio und die vorgelagerten Inseln frei. Den Innenraum beherrschen gewaltige Mobiles aus Eisen. Como ser humano consciente frente a ese desarrollo. Bueno, hay una paradoja en todo esto que cuando yo llegué a la isla por primera vez y empecé a realizar. Es ist sehr traurig, dass immer mehr Geschäftemacher und Spekulanten hierher kommen, um mit ihren Vorstellungen die Ästhetik und den Stil der Insel zu zerstören. Dabei entstehen dann die primitivsten Wohnblöcke und Massenunterkünfte niedrigster Qualität. Es geht ihnen nur darum, möglichst viele Touristen unterzubringen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Situation noch gerade so tragbar. Doch wo ist die Grenze des Erträglichen? Wann zerstört der Touristenstrom das Eigenleben der Bevölkerung unwiederbringlich?
y están creando, estamos creando un turismo que no deja la rentabilidad que yo había pensado crear en la isla de Lanzarote. Wir sollten in Zukunft weniger Menschen unterbringen, zugunsten von mehr Qualität auf die Quantität verzichten. Nur das gibt dem Fremdenverkehr das notwendige Niveau und nur das halte ich für eine intelligente Planung. Der Ökologe und Umweltkünstler Manrique sieht sich am liebsten in der Rolle des Malers, dessen Werke in direktem Bezug zur Umwelt stehen. In seinen Bildern finden sich immer wieder Formen und Farben der typischen Landschaften Lanzarotes wieder. In früheren Zeiten war der Künstler irgendwie der Realität unterworfen. Es bestand so eine Art sklavische Abhängigkeit, die den Künstler zum Kopieren der Realität zwang. Heute jedoch gleicht unsere Auffassung von Kunst mehr der Natur selbst, so wie sie sich im Chaos des Ganzen darstellt. Die Malerei ist für mich stets mit einem Überraschungseffekt verbunden. Immer wieder entsteht da etwas, das mir gefällt oder auch nicht. Hier zum Beispiel habe ich mit Schwarz begonnen. Das möchte ich später mit einer Substanz auflockern und so eine Reihe von Strukturen in der Maltechnik entstehen lassen, die mich vermutlich dann selbst überraschen werden. Das ist für fast alle zeitgenössischen Maler ein ganz natürlicher Prozess. Das Überraschungsmoment im Bereich der Kreativität. César Manrique war einer der ersten spanischen Maler, die für ihre Entfaltung auf gestalterisch neuzeitliche Elemente zurückgriffen. So verwendet er für bestimmte Oberflächen eine Mischung aus Holz. Die faszinierenden Farben unterirdischer Grotten und Gänge, vulkanischer und submariner Höhlen, die Manrique immer geliebt hat, werden mit diesen gestalterischen Mitteln meisterlich umgesetzt. Nach der ersten Projektidee überlege ich mir zuerst einmal Komposition und Farbgebung. Und dann beginne ich mit der Ausführung, indem ich zum Beispiel Sägespäne mit Holzleim und Acrylfarben mische und dann diese Masse ziemlich dick auf die Leinwand oder auf die Holzgrundlage auftrage. Es entsteht dadurch eine Textur, die in den meisten Fällen an das Vulkangestein, an die Lava selbst erinnert. Ich lasse mich also von der vulkanischen Urgestalt, von der mich umgebenden Natur ganz konkret inspirieren, also auch von Insekten, Fossilien und jeglicher Art von Spuren des Lebens. Das sind also die Aspekte, die mich am meisten bewegen, wenn ich ein Bild gestalte. Die Mischung von Leim und Sägespänen, die übrigens viel rigider ist als Sand, von dem viele meinen, dass dies das strukturelle Grundmaterial meiner Bilder sei. Aber Sand wäre natürlich viel zu schwer, zu unflexibel und würde außerdem irgendwann rissig werden. Diese Mischung ist aber viel elastischer und viel resistenter. Im Übrigen habe ich mit dieser Technik mittlerweile sehr viele Erfahrungen gesammelt, was natürlich der praktischen Anwendung zugutekommt.
In der letzten Etappe der Bildgenese arbeite ich dabei mit Alkohol, Lacken oder auch mit plastischen Stoffen. Während das Material trocknet, verändern sich die Farben gleichsam unabhängig von meinen Zutaten. Bueno, para adquirir una gran, ¿cómo te puedo decir?, vitalidad y energía para vivir y crear, creo que es muy importante algo que el hombre parece haber olvidado. Ich empfinde meine Existenz, das ins Leben treten, allgemein als ein Phänomen, welches sich in Abermillionen Jahren vorbereitet hat. Innerhalb eines unendlich langen Zeitraumes gibt es einen Moment, in dem ich existiere. Und in diesem Augenblick meiner Existenz möchte ich entsprechend handeln, um zu erfahren, was dieses Leben wohl bedeutet. Viele Menschen sind sich dieser Einmaligkeit dieses Lebens nicht mehr bewusst. Sie verderben ihren Körper durch Drogen, durch Alkohol und durch eine Anzahl von Schweinereien, die sie sich verabreichen. Sensibilität und Intelligenz werden dabei systematisch absichtlich unterdrückt. Für mich ist jeder Moment, jede Sekunde ein wahrhaft faszinierendes Schauspiel. Ich glaube, es ist wichtig für mich, regelmäßig sportliche Übungen zu machen, auf meinen Organismus zu achten und möglichst gesunde Nahrung zu mir zu nehmen, um das Gefühl der immensen Vitalität und Lebensenergie täglich neu genießen zu können. Ich glaube, dass viele Tiere, zum Beispiel auch die Hunde, intelligenter sind als wir. Niemals kämen sie auf die Idee, eine Zigarette zu rauchen, eine Pille zu nehmen oder sich Heroin oder Kokain zu verabreichen und sich selbst das Leben zu nehmen, um sich den klaren Blick für das zu trüben, was die eigentliche Bedeutung unserer Existenz ausmacht. Besonders der Großstadtmensch hat sein natürliches Verständnis für sein Leben und seine Umwelt verloren. Die Konsumgesellschaft, die Wegwerfgesellschaft, die massive Industrialisierung, sie führen die Menschheit in chaotische Extreme, die mir, ehrlich gesagt, eine gewisse Angst bereiten.
Es ist die Neugierde. Es ist das Streben nach Wissen, welches den Weg Manriques bestimmt. Viele Stunden verbringt er meditierend in den stillen Zufluchten seines Hauses. Begierig nimmt er die ständigen Offenbarungen der Umwelt in sich auf, um sie unermüdlich in Kreativität und Energie umzusetzen. Vieles verwandelt sich dabei in eine Art von leichter und frischer Freiheit, mit der er sich auf den unzähligen Bühnen des Lebens bewegen kann. Das Vergnügen des Beobachtens erfüllt den Künstler mit Lebensfreude und Humor. Das Zusammenspiel seiner eigenen Existenz mit der Vielfalt seiner natürlichen Umgebung bietet ein buntes Zeugnis der überaus positiven Lebenseinstellung Manriques. Lanzarote hat damit begonnen, eine Utopie zu leben. Und es wird auf der ganzen Welt als ein Modell angesehen, als ein Ort, wo mit ganzer Kraft versucht wird, der Natur wieder zu ihrer ursprünglichen Bedeutung zu verhelfen. Manrique nimmt dabei trotz seiner SOS-Rufe die Rolle eines lebensbejahenden Optimisten ein, nicht bereit zur Resignation. Er hat nicht die Absicht, mit einer magischen Formel weit abgelegene Alternativen zur Rettung der Welt aufzuzeigen, möchte aber den für das Unheil Blinden und Unwissenden die Augen öffnen und ihr Gewissen wecken.